Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Plänenkurser. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, ich möchte euch heute wieder eine Bahn vorstellen und zwar aus dem Steam Workshop natürlich. Und diesmal heißt sie Daphne and Apollo Hypercoaster. Und den Download-Link findest du unten in der Videobeschreibung und hat 4 Sterne, 51 Bewerter und wurde erstellt von Xaphor. So, wollen wir uns mal die Bahn anschauen? Ich habe jetzt ein paar Probleme gehabt, die zu positionieren, weil irgendwie, keine Ahnung, das Land immer oder beziehungsweise der Boden hier die Bahn blockiert hat. Und da musste ich halt wirklich über Einstellungen und das hier alles ausschalten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob der das nach dem neuen Modell gearbeitet hat, beziehungsweise nach dem neuen Update mit 1.2.1. Ich weiß es nicht genau, aber ja gut, jetzt habe ich sie positioniert und wir können zusammen loslegen und uns die erkunden oder beziehungsweise anschauen. So, und als erstes fällt auf, ein sehr präsentes Schild, Daphne and Apollo. Apollo ist ja Boxer gewesen bei Rocky, Apollo Creed, kennt ja jeder. Und Daphne ist, glaube ich, ein Delfin gewesen aus Flipper, die Verliebte von Flipper, die hieß Daphne. So, und wollen wir mal schauen oder beziehungsweise weiterschauen, was wir hier noch so haben. Dann kann man die Bahn hier von außen ansehen. Aha, aha, aha. Okay, sieht schon mal sehr gut aus alles. Vor allem bin ich mal gespannt, was hier in dem Berg sich alles verbirgt. Was ich gut finde, ist, dass er zwischendurch immer diese goldenen Felsen gebaut hat. Finde ich echt gut. Gefällt mir. Lockert so ein bisschen das Steinfeeling auf, kann man sagen. So, dann kannst du hier dir weiter die Bahn anschauen. Aha, aha, aha. Oh, der Garten sieht gut aus. Der Garten sieht echt gut aus. Der gefällt mir. Der ist richtig gut. Muy bueno. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die Stützen halt durch die Bäume kommen. Aber wie willst du das anders machen, ne? Du brauchst ja Stützen. So, dann hast du hier ein Kolosseum. Okay, das kann man von außen nicht so ansehen. Hier kommt auch wieder die Stütze durch. Okay. Und dann... Oh, das geht aber sehr tief rein, ne? Sehr hoch. Ja gut, die Kolosseum waren ja damals so für die Löwenfresser und was weiß ich nicht, all was es da gab. Und die... Ja, da war das Kino der Allzeit damals. So, was haben wir noch? Hier haben wir auf jeden Fall... Oh, das sieht schön aus. Das ist hübsch. Gefällt mir richtig gut. Hat er die Lampen... Hat der Lampen da... Tatsache, der hat der Lampenreingang. Das ist ja geil. Das gefällt mir richtig gut. Vor allem mit den Amphoren hier, dass da Wasser rauskommt. Gefällt mir sehr gut. Das finde ich... Das gefällt mir richtig gut. Wie hat er denn hier Wasser reinbekommen? Ist das ein Abfluss? Wie hat er denn hier Wasser reinbekommen? Ich meine, mit den Sprengtern ist klar... Aber du kannst ja hier nicht mit Terraforming arbeiten. Wie bekommt man denn Wasser über die Erde? Habe ich da irgendwas verpasst? Gibt es das neu? Oder sind das irgendwelche Becken? Würde mich echt mal interessieren. Was ist das? Komisch aus. Achso, viele haben auch geschrieben, dass mit dem Patch 1.2 oder beziehungsweise 1.2.1 viele Sachen sich verschoben haben. Ich habe ja toi 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 noch nichts gemerkt. Und okay, hier sind zwei Säulen. Wie kommt man denn dann... Wie kommst du denn dann hier hoch? Also das ist so ein Erlebnisparcours, ne? Du musst hier rumklettern und alles. Und das ist nicht so einfach. Vor allem, warum hat er hier die Schrägen gemacht? Da kannst du dann hier hoch, aber du kannst hier nicht rein. Die Treppen sind nur Deko, ja, das weiß ich. Und hier hast du einen großen Platz. Hier würde sich zum Beispiel sehr gut anbieten, weiß ich nicht, so eine Terrasse oder so, wo du dann dich hinsetzen kannst, so ein paar Sitzmöglichkeiten. Die würden sich da echt gut anbieten. Und ein Aquädukt, sehr geil, sehr geil. Das griechische Thema, sehr gut aufgegriffen und gefällt mir richtig gut. Gefällt mir sehr gut. Nur ich verstehe nicht, warum der hier keine Sitzmöglichkeiten hingesetzt hat. Oder Sitzmöglichkeiten hingesetzt hat. keine Ahnung. So, und dann gehst du hier hoch. Oder da unten rum. Ist jetzt eine gute Frage, ne? Okay. Wir müssen jetzt mal gucken, wie der jetzt hier sich das vorgestellt hat. Hier ist eine Tür. Wenn du als Angestellter hier rauskommst, kannst du direkt einen Krankenschein holen. Bisschen hoch. Okay, warte mal, wie läuft man denn dann? Deswegen bevorzuge ich eigentlich immer Bahnen, die als Park gespeichert sind. Okay, man läuft... Okay, jetzt habe ich es.
Weil dann speicherst du nämlich automatisch den Weg mit. Auch bei älteren Versionen. Da würde ich echt so eine Sitzmöglichkeit hinsetzen. Und was ich nicht gut finde, ist, dass die Lichter hier rausgucken. Achso, ich muss, apropos Lichter, ich muss halt mal kurz auf 10 Uhr wieder stellen, weil sonst geht die Dämmerung gleich an. So, dann gehst du hier hoch, okay. Also das hier gefällt mir richtig gut mit den Säulen und alles. Hoppala. Dann gehst du hier rum. Okay, hier ist normalerweise ein Weg, würde ich sagen, hoffe ich. Und dann. Ah, gehst du hier rum, okay. Und das ist nur Deko. Das ist geil. Die Treppen gefallen mir richtig gut. So. Und dann kannst du hier durchgucken. Okay, dann läufst du über die Bahn und dann kannst dann hier die Bahn so beschauen. Dass du so teilweise den Streckenverlauf siehst, finde ich auch sehr gut. So, und dann stehst du hier und musst warten. Und dann wartest du und guckst so, la 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 la, mich lässt keiner rein. Okay, dann drängen wir uns einfach mal durch diesen Schlitz da. Ne? Da passen wir durch. Wir haben jetzt 2 Tage Fasten gemacht und deswegen passen wir da locker durch. Pass auf, so. Fupp, so. Und dann können wir nämlich hier in diese Bahn rein. Und dann können wir nämlich testen und setzen uns dann rein. Natürlich Front Row. Und ich drücke direkt auf Vorspulen. Lalalala, damit das schneller geht. So, Moment. Und los geht's. Sehr geil. Sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich jetzt nicht erwartet. Die fährt sich unheimlich, unheimlich gut. Die fährt sehr, 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 sehr smooth. Muss ich eingestehen. Anfangs war ich echt skeptisch. Wieder mal. Ich war echt skeptisch wegen der Bahn. Von außen, naja, dachte so, okay, sieht okay aus. Ne, mal gucken, was die Bahn so bietet. Und dann ohne Mist. Du siehst das hier. Das ist genial, ne? Gefällt mir richtig gut. Das ist ein Treppenkonstrukteur wieder. Genial, genial. Und dann gehst du hier hoch zum Olymp. Und dann steht da Prinzessin Lilifee. So. Und dass du an dem, dass die Bahn so verschlungen ist, gefällt mir sehr gut. Und natürlich hier der Hund aus Harry Potter. Sehr geil. Sehr geil. Vor allem mit Wasser wieder viel gearbeitet hier. Dann hier diesen Ausgang, beziehungsweise wenn du vom Olymp da reingehst, gefällt mir sehr gut. Habe ich jetzt echt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Warte mal. Wo war das jetzt? Wo du ganz nah an so einem Wasserfall, hier, an dem Wasserfall, ganz knapp vorbeifährst. Hier unten war wahrscheinlich noch Wasser. Mit Terraforming hat er da Wasser hingemacht. Gut. Hätte er vielleicht. Weil er hat ja da auch Wasser hinbekommen. Ne, da. Hätte er vielleicht auch das hier hinsetzen können. Er oder sie. Und den Schnee da oben finde ich toll. Finde ich richtig klasse. Und den Baum. Und den Wasserverlauf. Und das Aquädukt und alles. Ich find die Bahn sehr stimmig. Ganz ehrlich. Einziges ist halt nur, was mich stört, ist diese Fehler, die der dann da drin hat. Aber ist ihm nicht zu schulden. Ja gut, jein. Hätte er das als Park gespeichert, ne, dann hätte ich den Streckenverlauf bzw. den Gehwegverlauf gesehen.
Aber so musst du dir den halt erstmal zurechtsuchen. Der Vorteil ist halt wirklich, du kannst das in einem bestehenden Park einbauen. Aber zum Vorstellen ist natürlich so eine Bahn immer blöd, weil du die dann erstmal ausrichten musst von Höhe und alles. Und du hast dann halt die Fußwege nicht. Das ist natürlich wirklich blöd. Ja, was gebe ich denn der Bahn? Das ist jetzt echt schwierig. Weil anfangs habe ich erst gedacht, oh, das wird eine Enttäuschung. Vielleicht, naja, so bewegen wir uns so ein Drei-Sterne-Segment, würde ich sagen. Aber die Fahrt an sich, und das ist ja das Hauptaugenmerkmal von Achterbahn, ne? Nicht das Außen, sondern die Fahrt an sich. Klar, das Außen spielt auch eine Rolle, aber also wie beim Partner, ne? Manchmal zählt nicht das Äußere, sondern das Innere. So war das bei der Bahn auch, so kannst du das sehen. Wie würde ich das sagen? Wie bewerte ich die Bahn? Ich würde die Bahn 4,5 Sterne geben. Weil, hat einfach nur den Grund, weil 5 Sterne, da sind zu viele Fehler für drin. Und 4 Sterne wäre meiner Meinung nach zu wenig, weil die Fahrt an sich ist genial. Ich würd der Bahn echt 4,5 Sterne geben. Kannst du mir mal gerne in. Oh, hoppala. Was war das? Du kannst mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie du das siehst, ob du der Bahn mehr Sterne geben würdest oder weniger, wie du die Bahn findest oder ob du die schon runtergeladen hast oder ob du nur das Video schaust. Schreib mir mal in die Kommentare, was du darüber denkst. Auf jeden Fall, mir hat die gefallen. Also, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.